So, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Die lebenden Toten. Nachdem sich die Dämonen offensichtlich dem ultimativen Bösen entzogen hatten, wollte es nun dringendst versuchen, wieder untote Kreaturen unter seine Kontrolle zu bringen. Dazu reiste es in ein Gebiet, das früher als die Pestlande bekannt gewesen war. Einst zierte hier ein riesiger Friedhof das Land und es war ein fröhlicher Ort für Untote, wenn Untote so etwas wie Fröhlichkeit kennen würden. Heute, 20 Jahre später, hatte die Allianz diesen Ort in die Protzlande verwandelt. Einen unerträglich guten Ort, der zudem aufgrund seiner Vergangenheit schwer bewacht wurde. Zunächst würde sich das ultimative Böse um diese Verteidiger kümmern und den Ort verwüsten müssen, ehe es sich der Untoten bemächtigen konnte. Ah, so, meine Augen hier ist immer noch auf Level 2, so wie es ausschaut. Na, was haben wir hier? Meine Schmiede-Schatzkammer. Gleich abbauen. Hier auch gleich rein. Bösen ja sowieso früher oder später gleich angreifen werden. So, das lassen wir noch mal so stehen. Die Arena kann ich wenigstens schon errichten. Das sind nicht mehr so viele Forschen, Chaos Schmiede. Das ist Tüftlerhöhle. Ich muss meine Charaktere aber auch mal ein paar Fallen bauen. Ja, was sind meine Eingänge? Hier unten haben wir einen. Oh nein, drin. Es ist Zahltag. Ja, was für eine Überraschung. Der nächste Zahltag ist natürlich in 3 Minuten. Ja, da schon die Arena vorgebaut. Kann ich gleich mal einen Ork reinwerfen nachher. Was haben wir hier oben noch alles? Jede Menge Gold, hat dann noch einen Eingang. Ah, oh Gott. Nix, du gehst hier gleich mal rein und trainierst.
denn hier unten noch machen? Den Baumarkt, Räume verbessern. Brauche ich nicht. Produktionsräume verbessern. Kapazität, Kisten. Neue Tür. Verstärkte Holztür und einfache Tür. Fallen. Besser der Verdrescher. Wandstein, Bodenstachel. Anwesenheit des ultimativen Bösen hatte sich unter den Anhängern der Allianz herumgesprochen. Es musste sich alsbald darauf einstellen, dass diese seine Anwesenheit nicht dulden würden. Nur von wo greifen diese Typen an? Ich nehme die erste Türe hin, mal, ne? Ah, okay. Und die führt nach hier oben. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Na, zum Glück nur 4 Stück. Mal schauen, wie viele hier von dieser Falle fertig gemacht werden. Werkzeugtischen produzieren neue Rollen und Arbeitsgeräte. Okay, Defimat. Den habe ich bereits. Einer ist komplett Geschichte, die anderen 50%. Das geht doch. So, ich reiche aus, das ultimative Böse hier. Na, wie den faulen Sack. Da fehlen mir noch ein paar Succubus, ein paar angekettete Sklaven. Oder Sklavinnen, besser gesagt. Nice. 2 und 3. Genau. Trainiert hier weiter. Oh, ich nehme noch einen Naga. Die neue Falle erforschen. Immer diesen Verdrescher. Der ist ziemlich gut, dieser Verdrescher. Zahltag. Bei dem Spiel hat man wirklich das Gefühl, dass nur noch Zahltag ist. Oh, klasse, die nächste Gruppe Helden kommt. Diese Falle wieder aufgebaut? Ja. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Krackerchen. Und wieder 4 Stück, okay.
So, wo habe ich meinen rechtlichen Ochs? Hier habe ich noch einen. Und hier. Etwas ums Eck rumwerfen. Hier diese Chaos-Schmiede. Troll kann ich mir noch keinen holen, ne? Ach, jetzt da. 400 Gold. Ach, was soll's, her mit einem. Und gleich hier rein. Zahltag. Alter Schmied für Goblins, Nuggets. Das haben wir für Ochs. Natürlich die allgemeinen Verbesserungen. Es trainiert niemand bei mir. Aber jetzt. Große Offensive startet. Elfen sind in euren Dungeon eingedrungen. 18 Minuten. Da bauen wir lieber das Heilbett nochmal aus. Sind die Scheiße denn hier oben? Die Krotzlande. Also, dass ich hier nach oben muss. Obwohl die Horde sich noch ständigen Angriffen durch die Allianz ausgesetzt sah, zögerte das offensiv ausgerichtete Böse nicht und schickte seine Kreaturen an die Oberfläche. Nochmal die Oberfläche etwas erkunden hier, mein kleiner. Es okay, ist Zahl, so wie es aussieht, muss ich hier wirklich nach unten bleiben und auf den großen Angriff warten. Ich hier Mana. Meine Bevölkerung erhöhen. Machen wir das doch mal. Thank you.
Etwa die Falle erforscht? Nein, nicht genügend Werkzeugkisten. Ja. Ich scheint mein kleiner Troll noch zu langsam zu sein. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich glaube, hier habe ich dann 1500. Ich glaube, ich sehe 4350. So, dann begrüßt mir mal meine Feinde hier. Eine weitere Schmiedestätte hin. Wir haben jetzt noch einen Troll. Zahltag. Zahltag. Wann habe ich nicht Zahltag? Ich weiß, ich beschwöre mich schon wieder über den Zahltag. Mal ehrlich, wer würde das nicht tun? Naja, und auch so ein Kristall. Helden sind in euren Dungeon eingedrungen. Moment, halt, die hätten ja noch nicht so arg viel aus. Das darf nicht gut sein. Die hauen sich hier jetzt erstmal aufs Ohr, damit sie geheilt werden. Die große Offensive startet in 10 Minuten. Und aus diesem Grunde beende ich dieses Let's Play einmal und speichere noch schnell ab. Nein, nicht den Autospielstand. Besetzt die Wahlschritt. Beschreiben wir.